Wir haben Peter Böschel von der Piratenpartei. Danke. Hallo, grüß euch. Die von DTIP reden wir eh schon lang. Im Prinzip weiß ja jeder, um was es geht. Aber es waren hauptsächlich Gerüchte, die umgekommen sind. Seit 2. Mai wissen wir aber jetzt genau Bescheid, weil da hat uns Greenpeace Niederlande wirklich ein Geschenk gemacht. Die haben einmal 248 Seiten geleakt von den DTIP-Verhandlungsdokumenten. Das sind zwar noch keine endgültig abgeschlossenen Verhandlungsergebnisse, aber da sieht man schon recht deutlich, wie die EU-Kommission uns verscheißern will. Die DTIP-Kommission hat einen Zwischenbericht veröffentlicht, einen Statusbericht, nach dem eigentlich eh alles wunderschön und prima läuft. Aber in Wirklichkeit, nach den Leaks sehen wir, wie es wirklich ausschaut. Das Handelsgericht, das die Schiedsgerichte ersetzen soll, das ist von den USA bis jetzt vehement abgelehnt worden. Die Schiedsgerichte dienen eigentlich nur dazu, dass Konzerne, Staaten, Bundesländer, Kommunen verklagen können, ohne dass die staatliche Gerichtsbarkeit da irgendwo eine Einspruchsmöglichkeit hätte. Damit wird die komplette Demokratie ausgehebelt. Sind noch weitere Negativbeispiele gefällig? Zugeständnis im Automobilsektor wollen die USA nur dann machen, wenn die EU im Landwirtschaftssektor komplett zurückrudert. Neben fragwürdigen Importen, die keiner will, zum Beispiel genmanipuliertes Saatgut oder ähnliche Sachen, sollen auch regionale Herkunftsbezeichnungen fallen. Damit könnte man uns von regionalen Bezeichnungen, wie zum Beispiel so ein Vulkanoschinken oder was, komplett verabschieden. Das soll für unsere Wirtschaft gut sein. In Europa haben wir einen starken Verbraucherschutz, der eigentlich verhindert, dass Produkte, von denen eine Gefährdung ausgehen kann, für Gesundheit oder für die Umwelt, dass die bei uns überhaupt in den Handel kommen. In Amerika schaut das ein bisschen anders aus. Da dürfen Produkte vertrieben werden, solange bis eindeutig wissenschaftlich bewiesen ist, dass von denen keine Gefährdung ausgeht. Das dauert aber Jahre und Jahrzehnte, bis sowas einwandfrei nachgewiesen wird. Das heißt, wir werden für die Wirtschaft, wir werden für die Wirtschaft Versuchskaninchen, damit wir ihre Produkte an uns ausprobieren können. Wenn wir sowas haben, wir haben es da mit einer Gruppe von Politikern und von EU-Beamten zu tun, die entweder komplett inkompetent oder korrupt sind. Anders lässt sich das nicht erklären. Die Verhandlungen zu DTIP werden sofort gestoppt und es müssen personelle Konsequenzen erfolgen. DTIP ist aber nicht unser einziges Problem, wie wir schon gehört haben. Der CETA-Vertrag, der im Prinzip das gleiche ist, da geht es um die Handelsbeziehungen zwischen Kanada und der EU, da sind die ganz gleichen Sachen drinnen wie bei DTIP. Das Europäische Parlament und der EU-Rat müssen das jetzt eigentlich nur mehr fertig unterzeichnet haben und dann wird das Ganze schon Rechtskraft. Wo wir das haben, das Ganze ist ja komplett intransparent verhandelt worden. Es gibt keine Möglichkeit, nachträglich noch irgendetwas zu ändern. Das heißt, die Verträge sind so abgefasst. Das kann einfach nicht sein. Damit untergraben wir unsere komplette Demokratie. Wir geben uns selbst auf. Weil wir verhandeln ja nicht mit den Staaten, sondern wir verhandeln mit dem, im Prinzip ja als EU nur mit den Wirtschaftsbossen. Aber die DTIP ist nicht unser einziges Problem. CETA und DISA müssen wir genauso verhindern. Sowohl hinter DTIP und hinter CETA verbirgt sich ein massiver Angriff auf unsere Errungenschaften, nämlich auf die soziale Sicherheit, auf die Arbeitsrechte, auf den Umweltschutz, auf nachhaltige Landwirtschaft, öffentliche Dienstleistungen und auf unsere demokratischen Grundwerte. Weniger bekannt ist DISA, das ist auch so eine Geschichte. Da geht es um einen Austausch von Dienstleistungen und Daten zwischen der EU und 22 weiteren WTO-Mitgliedern, darunter USA, Türkei, Kanada, Mexiko, Australien, Japan und so weiter. Die politisch Verantwortlichen wollen uns weismachen, dass damit Wachstum und Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das soll hauptsächlich dadurch passieren, dass man die Gesetze und Regelungen in den einzelnen Regionen aneinander angleicht. Aber wenn man sich vorstellt, was bei der Angleichung zwischen Mexiko, Türkei, Japan und der EU zum Beispiel arbeitsrechtlich ausschaut, dann kann man sich vorstellen, dass das nur auf einem niedrigen Level erfolgen kann. Unsere ganzen Standards würden flöten gehen. Kaum bekannt ist auch, dass die europäischen Datenschutzbestimmungen damit ausgehöhlt würden. Die EU könnte nicht mehr sicherstellen, dass sich Dienstanbieter aus den Unterzeichnerstaaten an geltendes Datenschutzrecht halten. Erstens einmal sind Klauseln drin, die Übertragung von persönlichen Daten erlauben,
und die Firmen werden davon befreit, dass sie in Europa überhaupt einen Handelssitz haben. Das heißt, die Gerichtsbarkeit wäre dann irgendwo. Die Verhandlungen laufen auch da überraschenderweise völlig intransparent, ohne dass irgendjemand mitreden kann. Das Schlimmste ist ja, die Verhandlungsdokumente sind nicht nur geheim, sondern die bleiben, die sollen jetzt auch bis zu 5 Jahren nach Abschluss sein. Das heißt, wir sind an Vertragsbedingungen gebunden, von denen wir keine Ahnung haben, was da drinnen steht und können deswegen auch belangt werden. What the fuck, ich meine, was wollen die eigentlich von uns? Welchen hirnrissigen Idioten fällt sowas überhaupt ein? Für die ganzen Abkommen gilt vor allem eins, wenn die mal ratifiziert sind, wenn die verhandelt sind, es gibt nichts mehr, wo man noch nachbessern könnte. Es gibt keine Möglichkeit der Mitbestimmung. Die ganze Demokratie, die wir haben, die geht damit eigentlich komplett den Bach auf. Wenn die EU nur ein kleines bisschen Rest von dem, was sie noch an Vertrauen genießt, erhalten will, dann muss sie sämtliche Verhandlungen und sämtliche Unterschriften sofort stoppen. Nein zu TTIP, nein zu CETA und nein zu TISA!